Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Retro-Let's Play Zoll. Zoll. Ich weiß immer noch nicht, ob man den Zoll ausspricht oder nicht. Ja, jedenfalls haben wir im letzten Mal herausgefunden, dass wir hier eine Sprungfeder machen können die ganze Zeit. Aber hier, Dauerfeuer. Und jo, hier, ich stelle mir einen ab. Das ist, wenn ich die ganze Zeit den Feuerknopf drücke. Dum-di-dum-di-dum. Cool. Ah, das Spiel, das fällt schon. Auch wenn es alt ist. Ein schönes Spiel. Mir gefällt's. Ich hab Spaß dran. Wuhu! Mit so simplen Sachen kann man mir schon eine Freude machen. Ist das nicht der Wahnsinn? Halt, stopp, falscher Knopf. Jetzt habe ich gerade eben Y statt A gedrückt. Also, ich glaube zumindest, dass das so die Tastenbelegung war. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, hier, ich hab wieder eben mitlaufen. Yeah! Wuhu! Hey, da gibt's ein Leben. Das kann ich gerade eben gut gebrauchen. Boing! Achso, ja, die konnte ich ja nicht kaputt machen. Ich erinnere mich. Ein Leben? War das eben ein Leben? Das sind nur normale Punkte. Ah! Nein! Der gute Donut ist wieder geplatzt. So. Flup, 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 flup. Irgendwie aktivieren. Ich kann es offenbar wirklich nur mit so einem Schuss aktivieren. Eine Bombe! Cool. Ah! Viele! Wisst ihr was? Ich glaube, dieses Spiel haben sie auch genommen für, wie hieß der Film gleich? Ach ja, genau, Ralf Reich. Ich wette, danach haben die, dieses Zuckerspiel nachgebaut. Also hier, wie hieß das gleich? Ich habe den Namen vergessen. Mir fällt schon wieder ein. Halt, halt, nein, ich würde eigentlich da hoch. Och, nö. Jetzt komme ich an den Vieh wieder nicht vorbei. Verdammt. Verdammte Axt. Aua. Abgeschüttet. Das kann doch nicht sein. Aber da schießt mir ein Donut auf mich. Ach, Sugar Rush. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Genau, genau, genau. Nach Sugar Rush. Also Sugar Rush haben sie bestimmt dieses Spiel als Vorlage genommen. Nehme ich mal so an. Bin mir nicht ganz sicher. Und hier ist Duty. Das war von Call of Duty, nehme ich mal an. Hier ist so ein bisschen abgeguckt worden. Ich betone auf ein bisschen. Mensch, was ist denn nur los? Ich sollte mich mehr konzentrieren. Wie viele Leben habe ich eigentlich noch? Ich weiß, das habe ich schon mal gefragt. Aber wo stehen meine Leben? Hier, vielleicht ist denn das T. Vielleicht ist das aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Ach, dort ein L-I. Das könnte vielleicht Lip oder so heißen. Ah, genau. Schau dich mal um. Kollege Zoll. Okay, da müssen wir uns jetzt ein bisschen am Riemen reißen, dass der Part jetzt nicht zu kurz wird. Och, schade. Ich wäre eigentlich gerne noch bis zum ersten Boss gekommen. Warum stelle ich da so blöd an? Nein! Oh, 1000er gab es dafür. Ich frage mich, ob es damals auch schon so war, dass man Leben bekommt, wenn man genug Punkte sammelt. Oder ob das einfach nur für einen Highscore ist. Halt, stopp! Nicht schießen! Uah! Uah! Biene! Uah! Knapp! Ah, Biene! Da können wir doch mal Herzen verteilen. Was hält ich denn davon? Ah! Was ist das? Schokolade! Sahneschnittchen! Oh, guck mal! Cool! Oder ist das Cola? Keine Schokolade. Könnte Cola sein. Ah, verstehe. Ich kann trotzdem raushüpfen. Halt, halt, halt. Und hier drauf stehen bleiben auf diesen... Keine Ahnung, was ist das? Vielleicht ist so eine Zimtstange? Keine Ahnung. Oder doch ein Stück Schokolade. Wer weiß. Ist auch egal. Jedenfalls könnten wir hier sicher... Na, springst du raus! Dankeschön. Gut, okay. Wir kamen auf jeden Fall nicht höher. Also das heißt, wir müssen hier irgendwie tiefer. Ah, da musst du schon. Unser Ziel. Yeah. Level complete. Jo, das habe ich mitbekommen. Get ready. 1-4. Ich weiß auch gar nicht, wie lang dieses Spiel ist. Aber ich hoffe ja doch, dass ein, insgesamt gesehen ein etwas längeres Spiel ist. Ah! Pudding! So, ja, stimmt ja. Er konnte ja nicht von den Dingern hier aus. Pudding! Warum kannst du nicht den Wasserfall nach oben schwimmen? Wie ein Fisch! Tja, da weiß ich das schon. Na, ist ja auch egal. Wir kommen auf jeden Fall auf. Wow! Ohne Knorr. Ich hätte gerne Herzen! Ah! Ah! Hey, da konnte ich was kaputt machen! Boah! Kurzmarsch! Was zur Hölle? Aua! Toll! Ah, jetzt ging's. Ach, dumm. Ja, es sind die Leben. Denn jetzt habe ich bei LI wieder 2 stehen. Aha, aha. Wie habe ich das eben kaputt gemacht? Ich habe selber keine so richtige Ahnung.
Oh, ein Herz. Das kommt mir gerade recht. Yeah. Die Zuckerstange sieht irgendwie seltsam aus. Irgendwie verdächtig, wenn ich mich frage. Augenblick, das werde ich gleich mal unter die Lupe nehmen. Komm schon. Das ist nur eine Verarsche, wie es scheint. Du kannst mich festhalten. Irgendwie festhalten. Komm schon. Nö, geht nicht. Boah, da kommt doch Pudding hochgelatscht. Hochgeschlichen. Trifft vielleicht eher. Ah, Pudding. Und er platzt. Und er platzt. Und, ach so, ja, hier kam ich ja nicht hoch. Ah, verstehe. Das ist wie bei, Scheiße, ich wollte unten die Punkte einsammeln. Mist. Das ist fast wie bei Mario. Die grünen Schleime, die laufen oben rum und die roten, die plumpsen runter. Die Schellen. Und die orangen. In diesem Fall. Viel mehr. Schokoriegel. Pudding. Herz. Yeah. Hey, das ist richtig gut. Sehr, sehr gut. Wuhu. Herz. Herz. Na, noch ein Herz. Yeah. Oh, wo müssen wir jetzt hin? Oh, hier, guck mal, Checkpoint. Na, komm wieder her. So, vielleicht mal hier noch runter. Na. So, komm hier raus. Ja, danke schön. Vielleicht müssen wir in die andere Richtung. Ah, dort geht's weiter. Oder, es gibt zumindest etwas zum Springen. Flup, flup. Na. So, immer mit der Ruhe. Halt, stopp. Was war das da unten? Aha. Yeah! Und da haben wir die nächste Speicherstation, also den nächsten Checkpoint. Verstehe, ich komme schon immer nur an meine Rettung von dieser Cola Schokoflüssigkeit und was auch immer wieder heraus. Nein? Nein? Ah, hier haben wir wieder einen Checkpoint. Mensch, die sind jetzt aber häufig verstreut. Es gibt kaum Gegner. Seltsam. Ach nee! Abgestürzt! Verflixt! Ach Mist! Na gut. Was soll's. Und wupp. Also wenn wir hier keine dieser Platten mehr haben. Nee, das geht doch nicht so. Komm dort raus. Das ist ja schlimm. Diese Brühe. Boing. Wuhu. Wupp. Wupp. So, hier irgendwo waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Ah ja, hier war der letzte Checkpoint. Okay. Flup, flup. Ich schieße lieber mal. Ah, der Boss! Der Boss! Der erste Boss! Oh, er schießt! Er schießt! Ich kann auch schießen! Kann ich eigentlich auch. Hoppala, auf den drauf springen? Ich wollte nur gucken, ob ich auf ihn drauf springen kann. Oh. Na gut, auf in die nächste Runde. So, wegen der kurzen Unterbrechung, aber ich wurde gerade unterbrochen. Und ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau, der Boss, da war ja was. Verflixt. Ah. Ach ja, und er hat geschossen. Genau, genau, genau. Aua, er hat uns wieder erwischt. Ich habe noch nicht mal eine Lebensanzeige. Oh, guck mal, die Lebensanzeige sind vielleicht geringe, die auch... Ups, hat... Ach, kommt schon. Ich will wenigstens den noch schaffen. Na gut. Also nochmal. Also, er muss wahrscheinlich beide Ringe verlieren. Und selbst dann weiß ich nicht, ob ich ihn besiegt habe. Aua, erwischt mich doch so. Die Sau. Na... Aua. Schwieriger als ich dachte. Oh, Game Over. Oh, so schnell kann sie doch vorbei sein. Schade. Na gut, jedenfalls ein tolles, altes Spiel. Macht Spaß. Naja, muss auch ein bisschen Zeit zum Eingewöhnen, aber an sich ist es nicht schlecht. Ich weiß wohl überhaupt nicht, worum es geht, aber ist ja egal. Hauptsache es macht Spaß. Das ist das wichtigste Wort. Der Spaßfaktor. So, jedenfalls danke ich euch noch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid in den nächsten Parts und bei den nächsten Retro Let's Plays wieder dabei. Also tschüss und bis zum nächsten Mal.